Paul, gib den Ball ab. Paul, hier. Paul! Was machst du da? Zeig mal gern. Alles okay bei dir? Was tut weh? Nichts. Tut hier weh, nur die Nase. Paul, was machst du da? Ja, sorry. Das geht nicht. Das kannst du jetzt nicht einfach abhauen. Ja, zeig mal. Paul, was sollte das denn eben? Hey, Julia, so schlimm war das auch nicht. Entschuldigung? Es war ein normaler Zweikampf. Natürlich, Paul, darf das nicht passieren. Nee. Aber ist ein Zweikampf, ja? Nee, aber mit dem Ellenbogen, Paul, sowas geht gar nicht. Wie kommst du denn auf so eine Idee? Julia, das war nicht mit Absicht. Also, dass Benno das Ganze runterspielt, finde ich, ist jetzt absolut nicht die Lösung des Ganzen. Also ich finde, wir haben als Eltern da die Verantwortung, unserem Kind zu zeigen, dass dieses Verhalten überhaupt nicht geht. Und er tut so, als wäre das eine Lappalie. Also das geht nicht. Nimm mal das Taschentuch einmal, bitte. Zeig mal das Eis. Dankeschön, Alex. Hier, mach mal den Kopf einmal hoch, bitte. Achtung. Ganz schlimm, mach mal das Eis hier drauf, auch ein bisschen, dass es kühlt. So, Jungs, das Training ist für heute beendet. Während es für die Mannschaft in die Kabine geht, will Trainer Mike Wehner noch mit den Eltern des rabiaten Kickers reden. Paul war nämlich nicht zum ersten Mal seinen Mitspielern gegenüber so aggressiv. In den letzten Wochen haben sich bereits mehrere Eltern über ihn beschwert. Ja, aber Mike, ja? Du kennst Paul ja, so ist er ja sonst nicht. Ja, ne? Also sicher. Das ist, genau, das ist in den letzten Wochen vorgekommen. Ein, zwei Mal, okay, aber es ist öfters vorgekommen. Das ist der Hauptgrund. Es ist öfters vorgekommen. Was heißt das jetzt? So, und es tut mir auch vom Herzen leid. Erstens, wenn es so weitergeht, muss ich euren Sohn vom Training ausschließen. Mike, Pauls Trainer scheint sich wirklich große Sorgen zu machen und hat uns das Ganze ja ziemlich genau erklärt. Und wir sind da in der Verantwortung, dass wir da uns jetzt scheinbar auch wirklich einfach extern Hilfe holen müssen. Denn ich kenne mein Kind selber so nicht. Paul hat immer mit mir gesprochen und ja, irgendwas hat sich irgendwie verändert. Und ich frage mich da natürlich selber, ob er irgendwas verheimlicht oder so. Klinik am Südring, die Familienhelfer. Um herauszufinden, warum sich Paul beim Fußball so aggressiv verhält, haben seine Eltern Sozialarbeiter Johannes Tondera eingeschaltet. Zwei Tage später sind sie mit dem Familienhelfer in der Sporthalle verabredet. Auf Baby Mia passt in der Zwischenzeit die Großmutter auf. Ich finde es eine richtig super Idee, dass wir heute hier sind. Finde ich auch. Also schön, dass das hier geklappt hat. Ja, ich habe auch mich ein bisschen vorbereitet und habe meine Turnschuhe dabei, weil ich gedacht habe, vielleicht habe ich ja noch die Gelegenheit. Frau Reimann hatte mich angerufen, weil es Schwierigkeiten mit ihrem Sohn Paul gibt, der normalerweise, wenn er Fußball spielt, ja, eigentlich ganz fair und vernünftig ist. Aber in letzter Zeit hat sich das sehr geändert. Deshalb bin ich heute hier in dieser Fußballhalle, um die Situation mal zu klären. Hallo, ich bin der Johannes Tondera. Also du kannst ruhig Johannes zu mir sagen. Hallöchen, hi. Tondera. Deine Mama hat mich angerufen, weil die gesagt hat, es gibt hier manchmal ein bisschen Ärger so auf dem Fußballplatz. Ne? Und das wäre ganz neu und die macht sich ein bisschen Sorgen. Vielleicht Vater vielleicht auch. Ne? Also will ich jetzt gar nicht so richtig drauf eingehen erstmal. Ich interessiere mich nämlich auch für Fußball. Ich habe früher auch Fußball gespielt. Ne? Was spielst du denn für eine Position? Stürmer. Ah, das finde ich gut. Kannst du mal was zeigen? Ja. Ja, zeig ich dir mal, was du schießen kannst. Ich habe mir natürlich Gedanken gemacht, warum Paul dieses Verhalten an den Tag legt und hatte aber eigentlich noch keine Spur so richtig. Da muss ich jetzt einfach noch ein bisschen mehr erfahren, weil es gibt einfach massig Gründe, warum Kinder ihr Verhalten so extrem ändern. Für mich ist es wichtig, dass ich viele Informationen kriege, sonst kann ich das nicht so richtig einschätzen. Ne? Und was immer ja, erstmal entscheidend ist, ist, ob es in letzter Zeit irgendwie was anders geworden ist. Ne? Ob es wieder Streit zu Hause gegeben hat, ob sie umgezogen sind und so weiter und so fort. Also irgendwas Neues halt, was vorher halt nicht so war. Nur was erfreulich ist, wir haben Nachwuchs bekommen. Seit 2 Monaten haben wir kleines Mädchen. Ach, herzlichen Glückwunsch. Ja, und alles gesund? Ja, alles super. Ja, wunderbar. Kleine Nachzüglerin, also nach 10 Jahren nochmal. Abstand ist natürlich dann schon ein bisschen groß, ne? Aber ich glaube nicht, dass das so schlimm ist. Aber 10 Jahre ist Herr Paul, ne? Ja. Wenn man 10 Jahre erstmal ein Einzelkind war, dann ist das natürlich schon mal ein Hinweis, ne? Also wenn das Thema Eifersucht und so, das kommt dann ja schon auf, ne? Oder was würden Sie sagen? Ich jetzt eigentlich gar nicht. Also Paul ist so zuckersüß mit mir. Paul, schieß mal richtig da. Ja. Also er kümmert sich total um seine kleine Schwester. Also das kann ich mir jetzt ehrlich gesagt überhaupt nicht vorstellen. Also dafür sind die, nee. Was ich ganz gerne machen würde, um da mal zu gucken, wo da so der Hase im Pfeffer liegt, ne?
dass ich mal mit dem Paul ein kleines Spielchen mache. Und ich würde sie gerne mal einbinden. Ist das gerne. Okay? Ja, auf jeden Fall. Ich habe den Paul zu einem Spiel eingeladen. Ich wollte ein bisschen mehr erfahren, wie in den verschiedenen Lebensbereichen, wie er da so aufgestellt ist und was liegt da näher, als mit dem Fußball zu spielen. Er sollte ein paar Tore schießen. Sein Vater stand im Tor. Und je nachdem, was ich für Fragen gestellt habe, konnte man ja ablesen von der Emotion her, wie er auf den Fußball eingetreten hat, sozusagen. Ja, da ist ja auch einiges bei rausgekommen. So, dann frage ich jetzt mal, wie ist es denn bei dir so in der Schule? Fühlst du dich wohl? Ja, ich fühle mich eigentlich ganz wohl. Okay, ich habe gehört, du hast eine neue Schwester, ne? Eine nagelneue, kleine. Ja. Ist für dich ein bisschen anders? Ist das für dich okay? Ja, also ich finde sie eigentlich ganz süß und... Mit Schwesterchen Mia scheint der 10-Jährige tatsächlich kein Problem zu haben. Als der Familienhelfer aber auf das Thema Fußball zu sprechen kommt, wird schnell klar, dass Paul mit außergewöhnlich großem Ehrgeiz bei der Sache ist. Dann nächste Frage ist jetzt, ist das schlimm, wenn du keine Tore schießt? Das wäre richtig scheiße. Oh, der war gut. Also das ist für dich ein Problem? Ja. Okay. Was aufgefallen ist, ist, dass bei diesem Spiel, das wir gemacht haben, der Vater sehr, sehr reagiert hat auf den Paul. Der stand ja im Tor und hat ihn immer wieder angefeuert. Und man hatte schon fast so den Eindruck, dass Paul den Vater so glorifiziert und ihn auf jeden Fall beeindrucken will. Da muss man mal gucken, ob das tatsächlich auch so ist. Die Lösung scheint zum Greifen nah. Johannes Tondera bittet nun jedoch auch die Mutter des Jungen auf den Platz, bevor er der Ursache für Pauls aggressives Spielverhalten weiter auf den Grund geht. Paul, ich habe gerade gesehen, dass du ganz schön verbissen Gas gibst so beim Fußballspielen, ne? Und auch ganz schön aufs Tor haust, ne? Und die Frage, die ich dir stelle, ist, machst du das, um vielleicht andere Leute, Mitspieler, Eltern und so weiter zu beeindrucken? So. Nein. Okay. Nicht. Nein. Ja. Habe jetzt nicht mit gerechnet, aber ich brauche da noch mal den Ball. So, dann ist der Papa jetzt dran. Wie wichtig ist es, dass Ihr Sohn gut im Fußball ist? Also je besser er spielt, desto mehr Spaß hat er auch. War jetzt aber nicht so richtig die Antwort auf meine Frage, wie wichtig Ihnen das ist. Können wir noch mal zusammenkommen, dass wir uns noch ein bisschen besser unterhalten können? So, dein Vater hat ja jetzt gesagt, umso mehr Spaß und so. Aber Spaß ist ja nicht das Gleiche wie das, was du machst. Ne? Ich habe das ja jetzt auch mitbekommen und deine Mutter hat es mir auch erzählt, ne? Dass es sogar so ist, dass du so spielst, dass andere Kinder verletzt werden. Ne? Und ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass du das willst, oder? Ich will ja eigentlich gar keine Kinder verletzen. Ja, was willst du denn eigentlich? Ich will ja eigentlich nur das Fahrrad. Hä? Was für ein Fahrrad? Was meinst du denn? Ich meine, wir haben letztens, also er hat bald Geburtstag und wir wollen ihm, das ist ein etwas hochwertigeres Rad und natürlich, ne, kaufen wir das nicht einfach so, das wollen wir ihm zum Geburtstag schenken. Normal. Das ist das Einzige, was ich mir jetzt vorstellen kann, wovon du sprichst mit dem Fahrrad, oder was meinst du, Paul? Naja, Papa hilft mir halt ein bisschen beim Sparen. Inwiefern beim Sparen helfen? Was meinst du, Benno? Ich wollte Paul ein bisschen helfen. Er wollte ja das teurere Fahrrad haben. Ja. Und ich habe Paul versprochen, dass er für jedes Tor, was er schießt, dass er 5 € bekommt. Und, aber dadurch, guck doch mal, der hat sich verbessert. Er ist einer der besten Spieler der Mannschaft geworden. Benno, siehst du nicht, was du also? Ja, er sollte auch nicht, dass er Spieler verletzt oder so aggressiv spielt. Ich kann Ihnen nur empfehlen, solche Geschichten nicht zu machen, weil man dadurch durch so ein Belohnungssystem natürlich auch irgendwo das eigentliche Ziel und den eigentlichen Sinn aus den Augen verliert, ne? Könntest du dir denn vorstellen, auch Fußball zu spielen und Spaß zu haben ohne diese 5 €? Ja. Es war klar zu merken, dass der Vater es gut gemeint hat. Man kann es ihm nicht vorwerfen, dass er da seinen Sohn belohnen wollte. Es war nicht der richtige Weg. Das war schnell erkannt, hat der Vater auch eingesehen. Deshalb haben wir das wieder abgeschafft. Und ich glaube, damit ist das Problem auch gelöst. Und der Paul kann wieder Freude am Fußballspiel haben. Und das ist ja die Hauptsache. Seit Paul nicht mehr fürs Tore-Schießen bezahlt wird, ist der 10-Jährige wieder ein fairer Teamplayer und hat beim Training viel mehr Spaß. Sein Taschengeld bessert sich der Grundschüler inzwischen durch Hundesitten auf und spart jeden Cent für sein Wunschfahrrad.